Ja, herzlich willkommen, liebe Angelfreunde, zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute Post erhalten und zwar haben wir ja heute den 1. Dezember. Es ist heute erst angekommen und könnt ihr euch sicherlich schon denken, was hier drin ist. Ein Angelkalender. Ich habe mir den von Better Fishing mal gegönnt und ja, wollten einfach mit euch zusammen aufmachen und werde dazu, denke ich mal, auch jeden Tag ein kleines Video machen und euch daran teilhaben lassen, was hier jeden Tag im Adventskalender von Better Fishing drin ist. Ich hole ihn mal raus. Nichts mehr drin. So, da ist das gute Stück. So sieht das Teil aus. Echt ganz schön groß. Jo. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß, dass bei YouTube einige Videos schon gemacht worden sind, wo das Ding vorher schon aufgemacht worden ist. Finde ich persönlich eigentlich nicht so schön. Finde ich ein bisschen schade. Nimmt man anderen Leuten die Freude am Öffnen mit. Auch wenn da gesagt wird, man muss es sich nicht angucken, aber irgendwo, weiß ich nicht, geht ja der Spaß daran verloren. Wie gesagt, ich werde damit jeden Tag ein Türchen öffnen. Das ist ja krass. Hier, Better Fishing. Sieht von außen total cool aus. Aber ich weiß jetzt irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt hier 12 Kästchen. Ach so, alles klar. Weiß nicht, ob ihr seht. Da sind dann immer darunter, also so zwei Schichten. Da sind dann halt immer die einzelnen Boxen. Ich habe jetzt für heute Box 1 und werde die jetzt mal öffnen. Bin auch schon ganz gespannt. Da haben wir den ersten Köder. Das ist er. So ein Vibrationsköder. Den fische ich übrigens auch sehr gerne. Weil da kommen echt aggressive Bisse drauf. Also die Haken sind schon mal mega scharf. Das ist das süße Ding. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn das hier überhaupt? Ja, also von dieser Firma. Ich bin gespannt, wie der läuft. Ich werde das wahrscheinlich so machen. Ich werde die Köder sammeln und werde die dann, wenn die Saison es noch zulässt, entweder diese Raubfischsaison noch testen oder dann im Mai, wenn die neue Raubfischsaison bei uns wieder startet. Ja. Erstes Teil. Finde ich cool. Bin mal gespannt, was morgen drin ist. Und wenn ihr sehen wollt, wie es morgen weitergeht, schaltet morgen einfach wieder ein. Da werde ich dann das nächste kurze Video machen. Schönen Dank noch an die Leute von Better Fishing. Maxi, Yoshi, David,
Und wie heißt er? Vergesse immer den Namen. Victor. Vielen Dank für den coolen Adventskalender. Bin gespannt, was noch drin ist. Und das werdet ihr dann morgen sehen. Schaltet wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis morgen. Und wie immer, ein dickes Petri Heil.